Herzlich willkommen zu Panty spielt Half-Life 2. Ja, wir sind hier an dem Strand der Ameisenlöwen, wo wir nicht auf den Strand treten dürfen, auf den Sand treten dürfen. Und ich habe das letzte Mal vergeblich versucht, diese Platte hier als Brücke aufzubauen. Und ich werde das gerade nochmal probieren jetzt, nach einer kleinen Aufnahmepause mit etwas. Da haben wir sie doch, die Platte. Die ist zu klein. Die ist zu klein. Okay, damit ist dieses Experiment gescheitert und die Idee hier zu gucken gestorben. Wir gehen einfach weiter. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich habe früher, ich weiß gar nicht, ob ich mir das Haus angeguckt, früher, wie gesagt, dieses Kistenspiel gespielt mit diesen Platten. Also immer eine Platte vor die andere und dann ein Stück weiterlaufen. Ich bin tatsächlich nie auf die Idee gekommen, hier so rüber zu hüpfen. So, dann mal speichern, bevor wir hier runtergehen. Das sieht jetzt so aus, als... hoch, hier sind zwei Platten, die aber nicht... Kann ich vielleicht von hier aus dann, wenn ich sprinte, hier rüber? Jawohl, das hat geklappt, herrlich. Ein wenig Bonusmaterial, das wir nicht benötigen, aber trotzdem haben. So. Huch. Okay. Ich glaube, jetzt ist dieses Spiel aber nötig. Denn hier ist nichts und ich will auf jeden Fall auch hier hoch, und hier hinten wäre auch nochmal ein Thumper. Heißt nicht hier in dem Spiel eigentlich so, oder war das nur in Dune? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hier genannt werden, die Geräte. Okay, hier könnte ich ja... Achso, natürlich, ich kann ja auch noch den Namen tun. So, einmal das und dann holen wir uns noch ein zweites Bauteil. Diese Tür oder so. Bist du her, du Tür? Ja, mit Türen hatte ich bisher immer irgendwie. Die Türen haben mich immer irgendwie nicht gemocht. Moment mal. Kann ich vielleicht hoch? Bevor wir uns jetzt die Mühe machen, können wir hier vielleicht einfach. Hier so. Und dann hier. Und von da aus. Auf das Haus. Oh. Moment, eventuell können wir uns das sparen, weil wir hier hochkommen. Nee, hier geht's leider nicht weiter. Hier ist nur ein Lambda-Cache. Schade. Okay, ich muss noch nicht mal hier oben hin. Wobei das relativ einfach ist, wenn man da vorne an die Rampe kommt, die da ist. Aber ich muss ja hier, beziehungsweise hier weiter, ich muss ja da hinten hin. Das ist ja der Zielort. Und wir wollen ja möglichst die Ameisenlöwen nicht wecken, beziehungsweise nicht bei ihrer Brut stören. Das kann man nicht anziehen, interessant. Andersrum. So, hier. Dann laden wir eben nochmal. So, hier. So. Ich gehe bestimmt nicht von hier oben darüber, das ist zu weit weg. Aber hier liegt natürlich Kram, den ich verwenden kann. Ne? Sogar geklappt, der ist genau auf die andere Seite geflogen, da wo er hin muss. Wie gesagt, es ist schon komisch, dass das die Ameisenlöwen nicht stört, aber wenn ich, so mal speichern, wenn ich den Sand berühre, dann schon.
sind schon komische Tiere. So, interessant. Der Sprung hat beim ersten Mal geschafft und jetzt will er mir nicht mehr gelingen. Ich drücke zu spät springen. Und springe in den falschen Winkel. Ich glaube nicht, dass dieser Schrank der Grund war, warum wir den Sprung geschafft haben. Der lag nämlich wo ganz anders. Also, der lag da hinten. Das ist interessant, dass wir jetzt den Sprung nicht mehr schaffen. Komisch. Ich verkrampfe mich auch jedes Mal, wenn ich hier springe. Fiebere quasi mit, dass er den Sprung schafft. Ich weiß, wir haben diesen Sprung geschafft. Und jetzt geht's nicht mehr. Nee. Dann muss ich wohl andere Dinge tun. Dann wird das jetzt etwas anstrengender. Das hilft mir nicht viel, das Brett ist zu groß. Nun gut. Dann bekommt ihr wohl jetzt die versprochene Timelapse. Einen Teil haben wir schon mal geschafft. Das Achievement kriegen wir dafür, den Sand nicht zu berühren, kriegen wir schon mal nicht mehr. Wir sind einmal ganz kurz auf den Sand getreten, was das aber die Ameisenlöwen noch nicht aufgeweckt hat. So, dann holen wir uns hier mal den Bonus. Weg, du Tür, ich will den Bonus haben. So. Und dann geht es weiter. Tatsächlich hätte man hier den Farmpark aktivieren können, könnte dann hier hin rüberlaufen. Aber es hat nicht sollen sein. So. So, auf zum zweiten Teil der Timelapse.
So, ihr werdet euch sicher fragen, warum ich die Explosivfässer eben noch mitgenommen habe. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die werden wir jetzt gleich noch brauchen. Im nächsten Abschnitt, nämlich hier unten. Und hier liegen auch schon ein paar. Und das ist der Grund. Ich will noch nicht genau verraten, was passiert, aber ich verspreche mir daraus etwas mehr durchschlagskräftige Munition. Mit Hilfe der Gravity Gun. Von daher werde ich jetzt hier die Fässer einfach hier mal runterschmeißen. Ja, die ganze Munition hier bringt mir nichts. Komm her, du Fass. Maus ist zu schnell gedreht. Ich darf sie natürlich nicht mit der linken Maustaste wegschießen, weil sonst explodieren sie beim Aufprall. Hier aber doch noch ein drittes. Ja, da ist es. Fass Nummer 3, Explosionsgeschoss Nummer 3. So, denn jetzt haben wir keine Chance. Egal was wir tun. Wir müssen auf den Boden der Tatsachen und uns den Ameisenlöwen stellen und nicht nur denen. Hint, hint, Bossfight. Wow, ouch, das hat wehgetan. Nun gut. Dann halt so. Oh, das hat schon gereicht. Okay. The free man must follow. The free man will do wise to heed our extraction of the Myrmidon's aromatic pteropods. The process is not entirely hygienic, therefore stand aside. Free men will have need of these theropods on the path ahead. Gather them now. Und jetzt kommt der nächste spaßige Abschnitt. Und jetzt werdet ihr merken, warum ich diese Ameisenlöwen hier und diese hier gerne als Haustier hätte. Denn effektiv sind sie genau das jetzt für uns. Well, Dr. Freeman, you're a regular ant lion now. Ja, wir sind jetzt ein Ameisenlöwe. Freeman must excuse us. It is rude of us to commune by thought shifting in front of those whose vocal inputs are in band. Yes, we will vocalize in auditory language as a matter of courtesy. Unless we wish to say unflattering things. Just so. Unless we wish to say unflattering things, und dann reden sie so weiter wie vorher. Also, wir wissen, sie sagen unflattering things. Sie sind also die ganze Zeit irgendjemanden was beleidigen. Get going, Dr. Freeman. Nova Prospect is just ahead. One man alone wouldn't stand much chance going in there. But a man with a pack of antlions, well, that's a different story. Wenn man das Spiel neu spielt, fragt man sich jetzt hier, was meint er mit einem Pack of Antlions? Aber das wird jetzt erklärt. Selbstverständlich werde ich folgen. Wenn man bedenkt, dass die Vortigons uns vorher versucht haben umzubringen im ersten Teil, sind sie doch jetzt sehr freundlich. The
break out this Verbot and toss one into yonder pit. The Freeman has done well. The Freeman can also coax his appliance to attack specific targets. Observe the training mannequin and mark it well with another pheromone. The Freeman can excel in all tasks. Und was jetzt? Now, attend well. Apply pressure to your pheromone to signal the outlines in your command to follow you. Die Ferrokapsel drücken. Und da kommen die Käfer zu uns. And now, this one must bid the Freeman farewell. Nova Prospect lies just beyond. Remember well what you have learned here. The Eli Vance has greatest confidence in you. Oh, who is a good puppy? Wer ist ein süßes Hundchen? Kommt mit. Abgesehen davon, dass sie jetzt zu Kanonenfutter werden, weil ich endlos viele davon habe. Wie so vor einem stehen. Irgendwie wie so kleine Hundchen. So. Da lädt das Spiel nochmal. Ich hätte jetzt erwartet, dass es nicht so lange dauert mit dem Laden. Na los, komm schon. Jawohl. Ihr seid auch noch da. Und wir hören hier einen Thumper. Den mögen natürlich die Ameisenlöwen nicht. Jetzt ist es quasi meine Aufgabe, die zu deaktivieren. Damit mir die Ameisenlöwen immer schön folgen können. Bum, bum, bum. Ameisenlöwe Schmerz. Ja, sie halten sich von dem fern, wie wir es gewohnt sind. Dann wollen wir noch mal hochklettern und ausschalten. Priority warning. Outland stabilization force hit Nova Prospect. Perimeter restricted disengage. Priority warning. Perimeter restricted disengage. Die Stimme hat im Endeffekt, schade, dass da keine Untertitel sind. Im Endeffekt so viel gesagt wie Hochpriorität zur Warnung. Im Nova Prospect Bereich wurde ein Begrenzer deaktiviert. Gemeint sind natürlich hier diese Geräte. Das heißt, es ist tatsächlich auch sofort ein Alarm ausgelöst worden, dass ich angefangen habe, hier die Geräte zu deaktivieren. Das heißt, wir sollten noch erwarten, dass jetzt hier demnächst Soldaten auftauchen. Es ist interessant, dass die Soundeffekte hier bum 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 Ameisenlöwenschmerz erscheinen, aber nicht diese Funksprüche. Ich bin mir sicher, in der englischen Version steht das, in den englischen Subtitles steht das dabei. So. Jetzt hat die Stimme gesagt, alle Stabilisierungs-irgendwas sollen bitte zu dem Punkt des Vorfalls, sich sofort zu dem Punkt des Vorfalls begeben. Was, also mit anderen Worten, Soldaten, geht hin und guckt mal nach, was los ist. Und natürlich haben die Soldaten gegen die Ameisenlöwen nicht sehr viele Chancen. Und dann kann ich auch noch zusätzlich mit dir die Waffe schnappen. Wir sollten aber darauf achten, dass wir die Waffe nicht allzu sehr... Na komm, Ferropods, da sitzen. Unterschätzen, denn schließlich nutzen die Gegner die Waffe auch. So, also haben wir jetzt wieder einen
Ja, hier sieht man das Suchlicht und wenn die uns sehen, dann werden sie auf uns schießen. Von daher versuche ich sie mal abzulenken. Also hier. Der Rest, der könnt ihr nicht viel machen. Aber hier. Ich dachte, der hätte noch da geworfen. Naja. Und da geht sofort ein Ameisenlöwe rein und ich kann nicht richtig reden. Ameisenlöwe. Ein Ameisenlöwe rein und killt den Schützen. So, und dann können wir den Thumper. Haben wir hier den Thumper Detective? Nein, ich habe hier einfach irgendwas. Ah, ich, das ist einfach die Sirene vom Bunker. Okay. Ich habe Alarm ausgelöst gehabt. Ja, auch richtig geil. Ich dachte, ich war weit genug weg. So. Sollten uns, glaube ich, mehr auf unsere Freunde verlassen. Ich gehe hier hoch und mache einmal den Thumper aus. So, hier sieht man, ist das Ganze schon hier. Das heißt, hier muss ich jetzt tatsächlich erstmal schleunigst rennen, dass die Ameisen hier vorgehen. Wasserspritzt, Granatentimer. So. Man kann tatsächlich da hoch und die Leute in dem Bunker auch umbringen. Man kann aber auch einfach dran vorbeirennen. Das Problem ist nämlich, dass hier der nächste Bunker schon ist. Aber da hinten rechts, ich kann es mit der Maus nicht hinzeigen, rechts im Bild sieht man schon Nova Prospect erscheinen. Das ehemalige Gefängnis, wie wir erfahren haben. Okay, ich versuche jetzt dahin zu rennen. Die Ameisenlöwen folgen mir. So. Gehen. Und die Schützen umbringen. So. Und hier ist ein weiterer Bunker, in den wir hineingehen können. Und da sieht man schon, hier kommen unsere Freunde direkt zum Spielen. Nee, das will ich nicht machen. So. Die Ameisen kümmern sich so ziemlich um die. Das ist jetzt auch genau das Thema des nächsten Abschnittes. Die Ameisen dürfen einfach vorschicken, dass sie sich um die Gegner kümmern. Da, ja, wie man sieht, selbst mit den Manhacks kommen die ziemlich gut klar. So. Wie man sieht, die haben keine großen Probleme mit den Combine-Soldaten, die jetzt auch eindeutig anders angezogen sind und damit auch gezeigt wird, das ist eine stärkere Variante der Combine-Leute.
Reinfection. All Nova Crossing Stabilization Delegates move to hard point. Hier sieht man auch, oder hört man zumindest von euch, alle von euch, die Englisch können, hört man etwas, was in einem guten Buch Neusprech genannt wurde. Ja, die Soldaten, es werden alle Soldaten von Nova Prospect ausgesandt, weil sie vermuten, dass ich hier bin. Und ich werde Anti-Citizen Number One, also Anti-Bürger oder Unbürger Nummer 1 genannt. Anstatt Gegner, ja, es wird irgendwie positiv gesagt. Und die Soldaten, die die Leute unterdrücken, sind das Stabilisierungsteam. Ja, das ist genau so eine Verpositivung von Worten, die wir in dem Buch in 1984 finden. Schönes Buch. Und leider finden wir das auch immer mehr in der Sprache unserer aktuellen Politik. Da müssen wir also vorsichtig sein, dass wir die Dinge trotzdem beim Namen nennen und nicht einfach die Worte der Politik übernehmen. So, ich kämpfe mich jetzt noch in den nächsten Bunker rein. Weil ich finde, das ist keine gute Art, einen Stream zu beenden. So. Und hol den zumindest von der großen Knarre weg. Ameisenlöwen, die sollen schon da hinten angreifen. So. So, dann gucken wir mal, ob hier vorne irgendwo noch Soldaten sind. Das sieht gut aus. Das ist das Einzige, ist die rennen einfach direkt genau hinter einen. Stellen sich dann so schön gekonnt in den Weg. Nö, keiner. Sehr schön. So. Dann gehen wir natürlich noch zu dem nächsten Bunkergebäude. Sammeln wir noch die Munition ein. So, hier muss Ohrenschutz getragen werden. Ich habe meine Ohrenschutzkopfhörer auf. Also ist das kein Problem. So, und genauso wird hier jetzt gesagt, die Stabilisierungstruppe soll doch bitte eingreifen. Aber bevor das passiert, würde ich sagen, das heißt, ich würde nicht nur, ich mache es sogar einfach. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Panty spielt Half-Life 2. Und für heute sage ich erstmal Ciao, Miau!